Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und es geht diesmal endlich wieder um das tropische Gemeinschaftsbecken, wie man sieht. Es gibt zwar auch immer wieder Updates zu den Merano Plus B-Color oder auch zu den Ectomimimix Slovene Hohoki, aber ich dachte mir, es wäre vielleicht hin und wieder doch mal ganz interessant, Updates zum gesamten tropischen Gemeinschaftsbecken zu machen. Zumal ich das tropische Gemeinschaftsbecken jetzt auch schon circa 1,5 Jahre fertiggestellt habe. Und ja, in diesem Update sollen dann Themen wie die Bepflanzung, Änderungen im Gemeinschaftsbecken sowie auch kleine Updates zu den Kolonien selber zur Sprache kommen. Keine Angst, natürlich wird es auch noch weiterhin hoffentlich Updates zu den Merano Plus B-Color und den Ectomimimix Slovene Hohoki geben, soweit sich da halt was berichten lässt. Naja, aber wie bereits gesagt, ist die Fertigstellung des tropischen Gemeinschaftsbeckens nunmehr schon etwas länger her und dementsprechend hat sich natürlich auch einiges im tropischen Gemeinschaftsbecken selber geändert. Ich kann mal eben ein Bild einblenden, wie das tropische Gemeinschaftsbecken bei der Fertigstellung aussah. Ja, es hat sich also durchgehend immer und immer wieder was im Becken verändert, so dass ich jetzt natürlich wieder viele verschiedene Aufnahmen präsentieren kann, die dann damals ganz neu waren und nun auch gar nicht mehr aktuell sind. Genau, angefangen hier beim freigelegten Schlauch der Pumpe. Ich habe auf der rechten Seite des tropischen Gemeinschaftsbeckens vorne die ganze Erde entfernen müssen, weil die Folie nicht ganz wasserdurchlässig war und so fast gar kein Wasser in die Drainageschicht kam. Und so ist die ganze Erde hier vorne auch anfangs immer wieder versumpft. Um dagegen vorzugehen, habe ich der Folie im freigelegten Bereich einige Schnitte und Löcher zugefügt. Als nächstes habe ich eine Kokosfaserrückwand angebracht, indem ich eine Kokosfasermatte in passende Teile zerschnitten habe und sie dann einzeln angeklebt habe, so wie das dann passt. Ich denke, als Alternative zu Saxinplatten ist das dann doch akzeptabel. Ich hoffe, dass die Pflanzen in Zukunft auch da ein bisschen hochwachsen. Und hier sieht man mal den Wasserfall im Betrieb. Der läuft ja auch planmäßig den Drachenstein herunter und auch hier den Steinflussbett entlang ins Auffangbecken. Aber leider gibt es dann trotzdem ein Problem. Und zwar ist nach wenigen Sekunden bis Minuten dann so wenig Wasser im Auffangbecken, dass die Pumpe kein Wasser mehr hochpumpen kann, weil sie nicht ausreichend tief im Wasser liegt. Das liegt wahrscheinlich irgendwo daran, dass der Schlauch irgendwo undicht ist oder dann doch irgendwo an irgendeiner Stelle zu viel Wasser austritt. Und dieses Problem konnte ich bis heute leider noch nicht beheben, da ich nicht genau weiß, wo das Wasser unplanmäßig austritt. Und das nächste Problem war, dass sich die Asseln und Tausendfüßer sich schon nach kurzer Zeit nach Einsätzen ins Becken unkontrolliert vermehrt haben. Und das war extrem bei den Tausendfüßern, den man hier gerade sieht, der Fall. Anfangs waren es ja noch 5 im Becken und am Ende waren es mehrere 100. Aber bei den Asseln kann man ruhig zugeben, dass sich nicht alle Asselarten schlagartig im Becken vermehrt haben und teilweise untergeordnete Minderheiten bildeten. Aber gerade die Amalidium CF versicolor, die man hier sieht, haben sich dann doch auch stark im Becken verbreitet. Und diese Überpopulation der Asseln und Tausendfüßern im Becken hatte zur Folge, dass viele der neu im Becken eingesetzten Pflanzen als auch teilweise schon länger im Becken bestehenden Pflanzen so sehr zerfressen wurden am Blattwerk und auch an den Wurzeln, dass diese dann eingegangen sind. Wie ich dagegen vorgegangen bin? Ja, ich habe immer, wenn ich da mal welche von den Asseln und Tausendfüßern gesehen habe, die dann immer eingesammelt und eine andere Box reingesetzt. So konnte ich die Population in Schach halten, aber ich finde, es sind immer noch zu viele Asseln und Tausendfüßer im Becken unterwegs. Aber als Beispiel haben wir ja mal die Segagenella krausiana, die String of Hearts und eine Wassernabel, die wir mal zusammen in einem Unboxing ausgepackt haben und ich sie dann auch irgendwann ins Becken reingesetzt habe. Nach ein paar Tagen waren die Segagenella krausiana und die Wassernabel schon so sehr zerfressen, dass man die nicht mehr retten konnte. Zusätzlich hätte ich dann noch vielleicht die Luftfeuchtigkeit des Terrariums erhöhen können, damit die Pflanzen schneller und besser hätten wachsen können. So, und hier sehen wir nach und nach einige Änderungsprozesse im tropischen Gemeinschaftsbecken. Ich habe natürlich nicht alle dokumentarisch bei jeder kleinen Änderung festgehalten, aber die wichtigsten sind zu sehen. Und hier sehen wir nun, wie das Terrarium momentan aussieht. Als Highlight hier links mittig die Wurzel, die hinzugekommen ist. Hier haben wir von der
rechten Seite fotografiert bei den Nester Merano Plus Bicolor und hier von der entgegengesetzten Seite. Hier sieht man besonders gut die Wurzeln und eigentlich gefällt mir die Seite hier am besten. Und da ich gerade von dem Merano Plus Bicolor angefangen habe, würde ich sagen, dass wir uns nun eben jener besagten Kolonie zuwidmen. Ja, als wir die Merano Plus Bicolor in das tropische Gemeinschaftsbecken als erste Art reingesetzt haben, war die Kolonie auch schon einige hundert Tiere groß und dementsprechend hatten die auch einen großen Kohlenhydrat- sowie Proteinbedarf, sodass sie immer Interesse an Motten, argentinischen Waldschaben oder anderen Futtertieren zeigten, die ich ihnen reingeschmissen habe. Und auch Honig war immer gut besucht, wenn ich da irgendwo in der Arena einen Tropfen verteilt habe. Anfangs war da noch nicht so viel in der ganzen Arena unterwegs, aber mit der Zeit wurde es mehr und mehr, da auch die Kolonie stark anwuchs und überall dann doch irgendwann Ameisen herumzulaufen schienen. Anfangs lebten sie ja auch nur in den zwei Reagenzgläsern, die ich rechts oben auf den Erdplateau platziert hatte, also dort, wo sie jetzt auch ihr Erdnest haben, denn dort haben sie eigentlich recht zügig angefangen zu graben. Die Merano Plus Bicolor waren also lange Zeit lang die einzige Kolonie im tropischen Gemeinschaftsbecken. Aber halt, waren da nicht noch andere Ameisen drin? Ja genau, diejenigen, die sich jetzt eines der beiden Aufbauvideos zum tropischen Gemeinschaftsbecken angesehen haben, können sich vielleicht noch daran erinnern, dass ich mal gesagt habe, dass ich in das tropische Gemeinschaftsbecken zweimal jeweils eine Leptothorax oder Temnothorax-Königin reingesetzt habe. Aber die haben sich dann auch nicht mehr blicken lassen. Also gehe ich davon aus, dass sie das nicht überlebt haben. Zumal denen in einem tropischen Gemeinschaftsbecken ja auch die Winterruhe fehlen würde. Hier sitzen die Merano Plus Bicolor auf einem abgestorbenen Blatt einer, ich meine, Alocasia Coli Bambino und trinken Honig. Ich würde sagen, schauen wir uns jetzt eben mal kurz das Erdnest der Merano Plus Bicolor an, so gut wie es geht. Ja, das ist hier jetzt die rechte Seite des Terrariums und man sieht hier ein paar Gänge und Kammern. Hier in der etwas größeren Kammer kann man auch ein wenig Brut erkennen. Um das Nest ein wenig zu erwärmen, habe ich auch seitlich eine kleine Heizmatte platziert. Hier sieht man auch etwas neuere Aufnahmen des Nestes von der Vorderseite des Terrariums. Das ist jetzt so der hauptsächliche Nesteingangsbereich, den man von außen so erkennen kann. Was ihr aus dem letzten Merano Plus Bicolor Update, was jetzt schon über 10 Monate zurückliegt, noch wissen solltet, ist natürlich vorausgesetzt, dass ihr das Video gesehen habt, dass die Kolonie schon die ersten Geschlechtstiere hatte. Und jetzt nach diesen 10 Monaten sind das auch schon zahlreiche Geschlechtstiere geworden und die ersten Schwarmflüge sozusagen finden statt. Im letzten Update waren diese ersten Geschlechtstiere auch nur Männchen und es hat danach noch einiges an Zeit gedauert, bis die Kolonie dann auch die ersten Jungköniginnen hervorgebracht hat. Diese Aufnahmen finde ich ganz gut gelungen. Hier erklimmen zwei Jungköniginnen sowie zahlreiche Männchen und Arbeiterinnen die Paradrimona campostylla Pflanze, um von hier einen geeigneten Punkt zum Losschwärmen zu finden. Hier in der Zeitrafferaufnahme kann man das auch ganz gut erkennen. Es sind dann auch teilweise einige Männchen und Königinnen losgeflogen, aber ich hatte dann den Deckel drauf, sodass die Tiere nicht weit kamen. Und habe diesen Deckel auch nur zum Zweck der Videoaufnahmen abgenommen, um die Tiere vernünftig filmen zu können. Was man hier sieht, ist, wie eine Arbeiterin eine flügellose, also eine dialate Jungkönigin der Merano Plus Bicolor die Scheibe hochzieht. Da war ich natürlich erstmals komplett verwundert, wieso hier eine dialate Königin herumläuft und habe gehofft, dass es nicht wirklich die richtige Königin der Kolonie ist. Aber wie sich dann herausstellte, ist, dass sie dann wahrscheinlich eine unbegattete Jungkönigin war, die ihre Flügel, obwohl sie ja unbegattet war, trotzdem abgeworfen hat, um nunmehr als Arbeiterin zu fungieren, also eine neue Rolle zu beziehen. Das kommt auch ab und zu mal vor. Ein paar Tage später habe ich diese oder auch eine andere dialate Jungkönigin erneut in der Arena rumlaufen sehen und habe sie dieses Mal mit insgesamt 10 Arbeiterinnen von der Kolonie separiert. So als kleines Experiment, was da passiert. Ich habe ja jetzt keine großen Hoffnungen, dass da dann plötzlich eine Kolonie raus entspringt, aber man kann es ja mal versuchen. Merano Plus Bicolor sind jetzt auch nicht dafür bekannt, dass die Inzucht betreiben und die sind ja sowieso monogyn. Also bräuchte ich somit auch schon mindestens eine oder auch mehrere andere Merano Plus Bicolor Kolonien, die auch schon Männchen haben.
die dann zur Sorge tragen würden, dass dann auch die Königinnen anderer Kolonien begattet werden würden. Aber trotzdem riskiere ich, wie gesagt, einen Versuch mit der Königin mit den 10 Arbeiterinnen. Das ist aber noch nicht alles. Ich habe in den folgenden Tagen auch noch mehr dieser dialaten Jungköniginnen ausfindig machen können. Von denen habe ich dann jetzt auch nochmal 3 weitere Jungköniginnen in einem weiteren separaten Reagenzglas separiert. Und nach ein paar Tagen der Isolation habe ich zu diesen 3 Jungköniginnen sowie zu der Jungkönigin mit den 10 Arbeiterinnen jeweils ein paar Männchen hinzugesetzt. Wie gesagt, habe ich da jetzt keine großen Hoffnungen, die ich da reinsetzen werde, aber immerhin hat mindestens eine der 3 separierten Jungköniginnen mindestens 3 Eier gelegt. Aber aus denen sollten, wenn da überhaupt mal was rausschlüpfen sollte, wenn da nur Männchen sich entwickeln. Aber ich würde sagen, lassen wir es trotzdem auf uns zukommen und vielleicht überrascht uns dann ja doch eine Arbeiterin im Reagenzglas der 3 separierten Jungköniginnen im nächsten Merano plus Bicola Update. Auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist. Ich glaube, das ist jetzt aber auch so ziemlich alles, was ich zu dem Merano plus Bicola bis zum jetzigen Zeitpunkt so alles berichten kann. Aber dennoch habe ich noch einige Bilder und Videoaufnahmen zu dem Merano plus Bicola, die ich jetzt in den folgenden Minuten zeigen werde. Und da werde ich wahrscheinlich etwas stiller werden und euch die Aufnahmen genießen lassen. Zum Ende des Videos hin geht es dann einmal um die Ektomomomex Leuven Hoki. Falls ihr jetzt diesen Merano plus Bicola Teil nicht weiter verfolgen wollt, könnt ihr auch gerne zu den Ektomomomex Leuven Hoki Teil vorspulen.
Ich würde sagen, der Part der Merano plus Bicola war nun mehr als lange genug und wir widmen uns jetzt den Ectomimics leuvenhoeckii. Erst circa einen Monat nach Einsetzen der Kolonie ins tropische Gemeinschaftsbecken habe ich das erste Mal ein Lebenszeichen der Kolonie entdecken können. Und zwar befand sich eine Arbeiterin im Schlauch des Wasserfalls und als ich diesen anmachte, kam mir auch eben jene Arbeiterin entgegen. Bis dato hatte ich mir schon Sorgen gemacht, ob die Kolonie es vielleicht nicht geschafft hat, aber als ich dann die Arbeiterin sah, wusste ich, dass die Ectomimics leuvenhoeckii noch immer existieren. Leider weiß ich bis heute nicht, wo sich das Nest der Ectomimics leuvenhoeckii befindet. Man sieht sie auch nur wirklich sehr, sehr selten, wenn man Glück hat, vielleicht einmal am Tag. Infolgedessen konnte ich leider nicht so viele Aufnahmen zu den Ectomimics leuvenhoeckii sammeln und es müssen deswegen diese Bilder der Kolonie herhalten, die noch von vor der Zeit stammen, bevor die Ectomimics leuvenhoeckii ins tropische Gemeinschaftsbecken kam. Übrigens, wenn ihr ein paar mehr Infos darüber haben wollt, wie die Ectomimics leuvenhoeckii gelebt haben, bevor die ins tropische Gemeinschaftsbecken kam, dann empfehle ich euch das letzte Update zu der Kolonie. In diesem wird auch behandelt, wie ich die Ectomimics leuvenhoeckii Kolonie in das tropische Gemeinschaftsbecken eingesetzt habe. Jedenfalls werde ich dieses Update unter der Videobeschreibung verlinken. Auf jeden Fall werde ich bis zum nächsten Update des tropischen Gemeinschaftsbeckens hin versuchen, ein paar mehr Aufnahmen zu den Ectomimics leuvenhoeckii zu sammeln. Dafür hatten wir ja dieses Mal auch einen etwas längeren Teil zu dem Merano plus Bicola. Und was noch positiv zu vermerken ist, dass die Ectomimics leuvenhoeckii und die Merano plus Bicola sich untereinander zu akzeptieren scheinen. Das ist auf jeden Fall schon mal positiv. Ja, wie immer hoffe ich, dass euch auch dieses Video hier gefallen hat. Schaut beim nächsten Mal auch gerne wieder vorbei. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.